Hi ho! Es geht weiter mit Let's Play Terranigma. Beim letzten Mal haben wir Schloss Turonia, wie auch immer, ich kann mir den Namen nicht merken, obwohl ich es liebe, abgeschlossen, haben die böse Hexe in einem ewig langen Kampf besiegt und Columbo gerettet, der jetzt hier beim Arzt liegt und nicht mehr reden kann. Oh mein Gott! Oder er schläft mit offenen Augen. Jedenfalls meinte er im letzten Part noch, dass er den Seeleuten seine Kenntnisse mitgeteilt hat. Das heißt, eventuell können wir jetzt mit dem Schiff fahren. Allerdings will ich erst nochmal in dem alten Schloss, was heißt in dem alten Schloss, in dem Schloss von dem bösen, bösen König, der ja ermordet wurde, nachgucken, ob dort inzwischen etwas mehr Ordnung eingekehrt ist oder ob man uns inzwischen ins Schloss reinlässt oder so oder... Ja... Das Schloss wurde umgebaut. Erinnert ihr euch an diesen Gang, der hier war am Anfang? Der ist weg. Das Schloss ist jetzt einfach ein kleiner Raum, wenn man bedenkt, wie groß es vorher war. Ja. Toll, was? Wie schnell die das umgebaut haben. Wir haben nur einen Dungeon gemacht in der Zeit und schon ist dieses gesamte Schloss hier wie ausgewechselt. Hallo Typi, die einzige verbliebene Wache. Du hast genau 60 Sekunden und musst so viel essen, wie du nur kannst. Ich wollte eigentlich fragen, was mit dem König und so jetzt ist. Ich meine, der ist tot, aber mit seinen ganzen Leuten und überhaupt und, Vorsicht, es gibt Speisen, die dir nicht bekommen. Ich bin eigentlich nicht hier, um zu essen. Fertig, los! Okay, fressen wir. Fressen wir! Ein Wettessen, nicht schlafen, arg! Mein Gott, was tust du? Friss, Junge! Friss! Auserwählter Fressheld! Fress, fress, fress! So. Hat er gesagt, wie viele Punkte wir brauchen? Falls ja, habe ich es irgendwie nicht mitbekommen. Egal, friss schneller. Nicht ersticken, nicht ersticken. Na, komm schon. Nein, 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 nein. Ja. Ich habe mich immer gefragt, ob man irgendwie erkennen kann, welche Sachen von dem Essen irgendwie einen rösten oder man halt dran erstickt oder so. Aber für mich sehen die irgendwie alle gleich aus. So, und ich glaube, die am Rand bringen extra Punkte, deswegen... Rennen wir jetzt noch schnell hier rüber und schnappen uns das hier auch noch. So, und jetzt fressen wir einfach mal hier weiter. Da rechts liegt mehr. Na, oh, komm schon, Ark! Äpfel! Und, Rot! Und noch mehr Äpfel! Und ja, wir fressen einfach mal. Wir fressen den ganzen Tisch leer. Alle Tische leer! Muhahaha! Ich krieg Hunger. Nee, ernsthaft, ich krieg Hunger. Egal. Es kriegt erstmal arg was zu futtern. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Na los! Njam, njam, njam. Den da oben schaffen wir auch noch. Und yay! Yeah. Zeit ist um. Du hast 27 Punkte erreicht. Super! Mit deiner Leistung erhältst du diesen Stein dort hinter mir. Ach, wie vornehm er sich eben den Mund abgeputzt hat. Yay, yeah, ein Stein! Auch genannt Kristall! Dankeschön, Kumpel! Hast du noch was zu sagen? Übrigens, du hast schon gegessen. Nee! Ist nicht wahr, ich hab schon gegessen. Wow, hätte ich ja nicht gedacht. Tja, so viel zu dem Schloss. Hat sich in der Stadt irgendwas getan? Sieht nicht so aus, oder? Ihr steht immer noch hier rum. Wow, ja, super, okay. Hier hat sich überhaupt nichts getan. Ist das nicht krass? Die haben ein gesamtes Schloss umgebaut, komplett abgerissen und einen neuen Raum draus gemacht und in der Stadt haben sie es nicht mal geschafft, sich vom Dorfplatz wegzubewegen in dieser Zeit. Das gibt einem zu denken. Dann schauen wir einfach mal im Hafen vorbei und gucken, ob wir jetzt Schiff fahren können. Ich will Schiff fahren. Wir machen uns bereit, morgen früh bei Sonnenaufgang auszulaufen. Bist du dabei? Oh yeah! Na klar, kann ich an Bord gehen? Dies ist eine Forschungsreise. Touristen sind an Bord nicht erlaubt. Die nächste Reise? Es steht noch kein Termin fest. Aber ich will mitfahren! Ja, das hast du eben schon gesagt. Ich verstecke mich einfach. Verdammt, verschlossen. Hallo? Wir laufen morgen in Richtung des neuen Kontinents aus. Der Fischfang ist mein Leben. Ich will auch mitfahren. Nehmt mich mit. Nehmt mich mit. Ist hier drin irgendjemand?
Nein. Nehmt mich mit! Sagt nicht alle das Gleiche! Sagt's vor allem nicht zweimal! Hi! Hi! Ihr seid so kreativ, Leute. Nun gut, sie laufen morgen früh aus. Von daher würde ich sagen, wir schlafen jetzt einfach mal. Und dann gehen wir morgen früh zum Hafen. Vielleicht können wir uns jetzt auch noch irgendwie an Bord schmuggeln. Hey Roy, hast du was Neues zu sagen? Wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich. Hast du die Prinzessin gesehen? Nach dem Ton des Königs verschwand sie aus Dor. Seltsam. Ich dachte, dass du vielleicht etwas wissen könntest. Und ich glaube, das hast du auch alles schon mal gesagt. Hallo, ich will schlafen. Ja, 10 Taler. Gut, ich bleibe. Bla 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 bla. Lass mich schlafen. Ich habe viel vor morgen früh. Speicherbuch. Speichern. So. Und gute Nacht. Und wer arg verschläft jetzt? Dann kriegt der Ärger mit mir. Er sollte sich den Wecker stellen. Los, Ark, steh auf! Steh auf! Na gut, nachts musst du nicht aufstehen. Es reicht morgens und... Stalker! In meinem Hotelzimmer! Wach auf! Ach, ich liebe ihre Musik! Entschuldige, es ist spät. Doch wir haben wenig Zeit. Wir brauchen dich. Prinzessin Melina ist in Gefahr. Jemand will sie ermorden. Jetzt ist nicht die Zeit für lange Reden. Sie muss schnellstens fort. Wir könnten sie an Bord des Schiffes bringen. Aber alleine? Ich suche jemanden, der sie beschützt, während ich den Mörder verfolge. Könntest du das übernehmen? Na gut. Eine solche Aufgabe kann ich beim besten Willen nicht ablehnen. Ich bin doch ein Held. Großartig. Ich danke dir. Jetzt kann ich meinen Freund retten. Ich werde euch später folgen. Passt gut auf sie auf. Sie kann ihren Freund retten? Ich dachte, sie wollte einen Mörder verfolgen. Ich sehe dich morgen früh in Ahola. Ich zähle auf dich. Na klar, Führer. Kein Problem. Wir regeln das. Überlass das uns. Haha. Und schon kommen wir an Bord. Oh, hi Fluffy. Was soll das heißen? Wirklich arg? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Welche Wahl hatte ich denn? Hätte ich abgelehnt, wäre sie nicht gegangen. Und eine Reise zu einem neuen Kontinent klingt gut. Überraschenderweise ist er nett zu älteren Damen. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ach nichts. Schlaf gut. Es wird eine anstrengende Reise. Und er schläft sofort wieder ein. Als wäre es nur ein Traum gewesen. Ja, ja, genug geschlafen, Ark. Und oh Wunder, er ist nicht aus dem Bett gefallen. Oh, ist weg. Och, Mann. So, frühstücken. Eine Keule Fleisch, das reicht für einen Superhelden. Und weiter geht's. Ab zum Hafen. Yeah. Mal gucken, wie Melina drauf ist. Das weiß man bei den Mädels nie so genau. So. Na, ihr seht, Leute, ich fahre jetzt doch mit. Haha, ihr wollt mich zwar nicht haben, aber ich fahre mit. Hi. Bist du arg? Wir werden gleich ablegen. Begib dich an Deck. Okay, Kapitän. Ich denke mal, du bist der Kapitän. Du bist hier. Gut. Das Schicksal der Prinzessin liegt in deinen Händen. Prinzessin, bitte geht an Bord. Ich werde das nächste Schiff nehmen. Sonst noch was? Ich weiß deine Hilfe sehr zu schätzen. Sei vorsichtig, Ark. Okay. Das hast du schon mal gesagt. Ich lese es nicht nochmal vor. Und wir können Schiff fahren. Das Schiff fährt nur leider alleine. Zum neuen Kontinent. Oder auch nicht. Yay, hallo Melina. Prinzessin, du wirst dich hier draußen noch erkälten. Natürlich, das übliche Schweigen. Toll, sie redet wieder nicht mit uns. Super, hallo Seemann, Tippi. Wenn du auf das Meer starrst, erwachen die Geister und holen dich. Du könntest einen kleinen Schreck bekommen. Weißt du, ich habe in meinem Leben schon so viel mit Geistern und Zombies zu tun gehabt. Allmählich macht's mir keine Angst mehr. Nö, echt nicht. Wenn du seekrank wirst, solltest du dich in deine Kabine hinlegen. Okay, ich werde auch nicht... Eine gute Brise. Diese Reise wird die Geschichte eingehen.
Denkst du? Und wenn, dann nur, weil ich dabei bin. Muhahaha. Mal gucken, ob wir jetzt endlich hier rein können. Ja. Oh, Betten. Eine Schatzkiste. Yeah, plündern wir das Lager. Können wir schlafen? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Wir sind zwar eben erst aufgestanden, aber wir legen uns schon wieder hin. Wir schlafen einfach den ganzen Part über. Das wäre dein einziger, wir schlafen Part. Schlaf, schlaf, schnarch. Da stand irgendwas. Was war das? Das war doch wohl nicht Melina. Vielleicht war es ein Schrei. Es ist dunkel. Oh. Hey, du siehst irgendwie platt aus, Mädel. Und die Musik gefällt mir irgendwie nicht. Und, hi! Ich glaube nicht an Geister, ne? Das habe ich euch schon mal gesagt, oder? Ihr seht genau aus wie die Geister aus Luran. Ja? Hi! Ah, Schiffsgeist war real. Ah, okay, man muss den Echten treffen. Ich weiß nicht mehr, wie man den Echten erkennt, muss ich gestehen. Hau einfach mal alle, die mir hier gerade so auf den Keks gehen. Du noch. Du noch. Ah, das muss schon reden. Mal gucken, ob man die irgendwie erkennen kann. Na los! Ich hab keine Ahnung. Für mich sehen die alle gleich aus. Die haben auch alle einen Schatten. Ihr blöden Geister! Ich hau euch zu Brei! Ihr seid so gefährlich außerdem. Ihr fliegt rum und... Fliegt rum und... Ihr habt Minia platt gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Sie ist absolut platt. Yay, der war schon wieder real. Schiffsgeist verzieht sich, Mann. Das war jetzt aber voll gefährlich und so, ne? So richtig, richtig übel. Und ups, jetzt wieder aufgerichtet. Alles in Ordnung, Prinzessin? Ja. Du bist ein seltsamer Mensch. Ich bin keine Prinzessin mehr. Du musst nicht länger bei mir bleiben. Warum kamst du? Ich wollte eigentlich nur mit dem Schiff fahren, aber... Deinetwegen. Ich glaube, ich beschütze dich, da du einer guten Bekannten ähnlich siehst. Einer Bekannten? Sehe ich ihr tatsächlich ähnlich? Ähnlich ist gar kein Ausdruck. Ihr seht aus wie Zwillinge. Und unsere Persönlichkeit? Sind wir mal ehrlich. Aber Melina ist sanft und ruhig. Du erscheinst viel energischer. Naja, nicht unbedingt energisch, aber... Eingebildeter. Was für ein Kompliment. Du bist mir aber ein Gentleman. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Och, sie ist ja eigentlich doch ganz niedlich. Ich möchte alleine sein. Bitte lass mich. Aber eines möchte ich noch sagen. Danke für meine Rettung. Das hast du schon gesagt, aber gut. Ich lass dich alleine. Dann bleib hier draußen, falls wieder Geister auftauchen, schrei einfach wieder. Ne, ich komm dann wieder angerannt und hau sie... Versuch sie zu hauen, wie auch immer. Ich schlaf weiter. Schlafen ist mein Leben. Schlaf, schnarch, schnarch, zzz. Ich glaube, er hat im ganzen Spiel nicht so viel geschlafen wie in dieser einen Folge. Egal. Unser Auserwählter braucht auch mal eine Pause. Und bei Sonnenaufgang in das rote Licht getaucht, sieht der Seemann... Land! Ich sehe Land! Wow! Starren wir es an! Das Land, das Columbo entdeckt hat. Wo wir jetzt mal landen. Natürlich in Amerika. Und bist du aus dem Bett gefallen? Ark, hey Ark, du Schlafmütze! Au! Au! Wann stehst du endlich auf? Wir sind da! Was? Land? Das neue Land?
Da stand noch mehr, egal. Wo ist die Prinzessin? Hast du sie gesehen? Wie bitte? Anstatt zu trödeln, sollten wir an Land gehen. Prinzessin? Hast du dich in der Schatzkiste versteckt? Stehst du immer noch draußen rum? Hallo? Hallo? Hi? Du bist wohl nicht besonders schnell. Alle anderen sind bereits an Land. Du bist arg, richtig? Ich habe einen Brief des Mädchens für dich. Sie ist vor einer Weile alleine an Land gegangen. Frauen eben. Arg erhält einen Brief. Was soll das heißen, Frauen eben? Du Seemann, du! Ich geb dir gleich Frauen eben. Melina eben. So. Ich bin Matrose. In jedem Hafen wartet eine andere auf mich. Boah, du bist voll unsympathisch, Alter. Mit dir rede ich nie wieder. Nie wieder rede ich mit dir. Tja, Melina hat sich einfach so aus dem Staub gemacht und uns nur einen Brief hinterlassen. Ich hoffe, ihr passiert nichts, denn sonst wird Fyda uns den Kopf abreißen. Ich weiß es ganz genau. Arg liest den Brief. Danke, Arg. Ich möchte dir aber nicht mehr zur Last fallen. Ich bin diejenige, die den König ermordet hat. In meiner Kindheit vertrauten mir meine Eltern ein Geheimnis an. Der König zerstörte unser Dorf und adoptierte mich. Er benutzte mich lediglich, um mir das Geheimnis zu entlocken. Ich hatte keine Wahl und konnte die Vergangenheit nicht vergessen. Nicht nur der König gierte nach dem Geheimnis, auch andere. Fyda erkannte die Situation und verbannte mich aus Loire. Ich kann nicht noch mehr Leute in diese Sache hineinziehen. Vergib mir bitte meine Grausamkeit. PS, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, obwohl du mich nicht mit reinziehen willst. Und was für ein Geheimnis, Mädel! Und du hast den König umgebracht und oh mein Gott! Tja, dieses Mädchen scheint doch noch etwas interessanter zu werden, als anfangs vielleicht gedacht. Dann würde ich vorschlagen, dass wir im nächsten Part einfach mal versuchen herauszufinden, wo Melina hingegangen ist und schauen uns das neue Land an. Also dann, ciao, ciao!